Heute habe ich euch mal was ganz Interessantes mitgebracht. Ich begrüße euch ganz herzlich aus der Baureihe 146. Wir stehen hier gerade in Bochum Hauptbahnhof, fahren den RE6 von Minden nach Köln. Und also erstens ist das Repaint ziemlich genial, das gucken wir uns gleich an. Es soll aber gar nicht so sehr darum gehen, sondern es geht um eine neue Mod, die veröffentlicht wurde, für den PC natürlich, wo die ein oder anderen zusätzlichen Züge uns auf der Strecke begegnen werden, zumindest stehend. Ich würde sagen, wir starten und gucken uns das alles ganz in Ruhe an. Okay, so, Fahrtrichtungswende rein. Türen links Störung, auf. Stufe 3, Störung, Störung. LZB, PZB und SIFA an. Wobei, die SIFA lasse ich heute aus, weil wir uns ein bisschen umgucken werden. Von daher kann ich die jetzt heute wirklich nicht gebrauchen. Ihr werdet es mir verzeihen. Hoffentlich. So, einmal die Lokführerpultbeleuchtung aus, weil die mir ein bisschen zu grell war. Spitzensignale sind in Ordnung. Okay, wir gucken uns das Repaint an. Das Repaint gibt es im Creators Club und sieht unglaublich gut aus. Bitte Maske auf, sonst Lockdown. SWR3 von bewegt die 146. Also aus Stuttgart ausgeliehen, auch mit den ganzen Beschriftungen an der Seite. Ganz, ganz geniales Repaint. Extremst gut gemacht. Das wird wirklich Stunden gedauert haben, da bin ich mir ganz sicher. Und hier auf der anderen Seite, thank you for listening. In gutem Denglisch. So. Die Mod, die ich euch zeige, ist vom Taskplace. Macht ja die ein oder anderen wirklich sehr, sehr genialen Mods. AFB, AFB, AFB. So, Bremse lösen. Und auf geht's. Also Link zum Repaint und zum Mod, beides jeweils in der Videobeschreibung. Der 146er Soundmod ist natürlich auch drauf. So, wir dürfen ausfahren mit 120, also befreien wir uns. Ups, nee, aufstehen wollte ich nicht. Ich wollte die AFB hochstellen besagte 120. Also hier bei Bochum begegnet uns noch nichts wirklich Neues in diesem Sinne. Das ist noch alles so, wie es vorher war. Es gibt auch übrigens noch eine separate Mod, auch das natürlich nur für den PC, wo die Fahrgastanzeigen noch verbessert sind. Die gibt es jetzt mittlerweile geupdatet von DTG. Ja, auf der Konsole kann man jetzt auch mittlerweile das Ganze nutzen. Und in der gemoddeten Version gibt es allerdings noch zusätzliche Ziele, die einem da angezeigt werden. Bei den Intercities, glaube ich, fehlen da die Ziele, die außerhalb der Strecke liegen. So, apropos Intercity, der sind wir heute nicht. Von daher gut darauf achten, in 4 Kilometern anzuhalten. Nicht einfach so über Wattenscheid fahren. Wattenscheid, Entschuldigung, das war ein Versprecher, der nicht beabsichtigt war. Ich entschuldige mich bei allen Wattenscheiderinnen und Wattenscheidern. E-Bremskraft lässt
50 einzelne Puder kommen mit Dienern übrigens. Okay, und jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Zugbremse, glaube ich. Ungefähr Bahnsteigs Anfang sind. Aber jetzt ist schon wieder diese Zielmarkierung an. Die muss ich mal eben ausschalten. Das nervt mich nämlich extrem. Und dass es einfach immer wieder in den Einstellungen zurückspringt. Zielmarkierung aus. Anlegen. Hat das geklappt? Weiß ich nicht. Haltetafel. Aus. Ich glaube. Ja, perfekt. So, wir sind fast auf die Sekunde genau pünktlich. Und halten an. Auf. Also das Repaint ist extremst schön, ne? Der RE hat ein wenig Verspätung. Haben wir eigentlich, oh, wir haben gar kein Zugziel ausgeschildert. Auf den Dostos immerhin schon. Köln beim Flughafen, dann machen wir das hier mal auch. Okay. Nicht okay. Okay. Warum geht das denn nicht? Komisch. Lösen und auf geht's. Ist grün. Ich weiß gar nicht, welche 146 das ist, ob das die Dresden-Riesa 146 ist oder die Main-Spessart-Bahn 146. Ich glaube, ich überlege gerade, hier ist ein Soundmod drauf. Es könnte schon die Dresden-Riesa-Variante sein, weil die auch so ein bisschen träger anfährt und so anhält. Beziehungsweise die Bremsen sich lösen, also das Ganze ein bisschen realistischer ist. Glaube ich, ist das die 146 aus Dresden-Riesa. Das ist übrigens ein ganz normaler Fahrplan, beziehungsweise eine ganz normale Fahrplanfahrt. Und sonst nichts Großartiges. Oh.
Fahrt? Jetzt, wenn wir jetzt in Essen ankommen, da werden wir dann tatsächlich die Auswirkungen der Mod, die ich eingangs angesprochen habe, zu sehen bekommen. Ich lasse jetzt einfach mal nur rollen. Bisschen Leistung können wir drauf packen. Wir sehen auch die Geschwindigkeit hochpetern. So, da haben wir schon mal, glaube ich, einen Kandidaten, einen ICE, der hier einfach abgestellt ist. Was übrigens auch ganz realistisch ist. Hier steht tatsächlich in Realität, stehen hier ICE-3-Züge. Also Hut ab, Hut ab. Hier nochmal. So, und da vorne die Skyline von Essen. Mal rein, weil wir, glaube ich, jetzt hier an über irgendwelche Weichen geleitet werden, auf denen nur recht niedrige Geschwindigkeiten freigegeben sind, die uns aber nicht vorsignalisiert werden. Daher gehe ich jetzt schon mal ein bisschen eher runter mit der Geschwindigkeit. Oder? Doch, jetzt hier geht es einfach nach links. Rechts. Ja gut, das waren nicht die schlimmen Weichen. Und dann sind wir jetzt im ersten Hauptbahnhof. Gleis 2, Ausstieg. Fahrt Richtung rechts. So, was wir auch hier haben, hier vorne, ich glaube, das ist Gleis 24, steht eine Baureihe 425 abgestellt, da vorne steht eine S-Bahn. Ich glaube, die S-Bahn ist ganz normal im Service, ne? Das ist die S2 und der 425er hier vorne ist praktisch durch die Mod mit dazugekommen. Und wir sind immer noch übrigens pünktlich, ne?
möchte ich ja mal ganz kurz erwähnt haben. So, wen haben wir hier? Den RE11 nach Mönchengladbach. Wer kommt hier? RE2 nach Münster. Und du bist der RE6 nach Minden, also der Gegenzug. Auch wenn hier jetzt... Ah doch, ja, Minden. Ich dachte kurz vor dem Moment, dass dort Hamm steht. Die S1 nach Solingen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schade, dass hier nicht die S6 angeschrieben steht, ne? Das ist schon schade. So, Türen sind zu. Herzstück dieser Mod, denke ich mal, so könnte man es sinnvoll beschreiben, sehen, nämlich das S-Bahn-Betriebswerk von Essen-Waldhausen, wo viele S-Bahn-Triebzüge abgestellt sind. Ich springe mal mit der Kamera schon mal raus und gucken uns das einfach mal an. Also hier vorne auf den vier Gleisen sind schon mal zwei abgestellt. Hier einmal Doppeltraktion, einmal in Einfachtraktion. Und da sind wir. Dann haben wir hier vorne S-Bahnen abgestellt. Praktisch vor dem Betriebswerk. Hier an der Seite sind S-Bahnen abgestellt. Ist das nicht schön? So viel. Ich hoffe mal, unserem Zug geht's gut soweit. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Jedes Mal dieses Vorsignal. Schön aber die 160 ausfahren. Das ist aber immer noch komisch, dass das nicht klappt. Ne? Doch, jetzt auf einmal. Ich bremse etwas härter rein, weil hier immer ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt ist, der mich jedes Mal abschießt. So. Diesmal nicht. Diesmal ohne Zwangsbremsung. Ja.
Standort. Bis Milan sind es noch 1,3 Kilometer. Ich dachte schon, dass da der Geschwindigkeitsprüfabschnitt mich fast abgeschossen hätte. Hier fehlt übrigens ein ganz markantes Gebäude an der Stelle. Oder hier, glaube ich. Das ist sehr, sehr schade, dass das nicht mit dabei ist. Der Bahnsteig von Mühlheim ist etwas länger, oder? Müssen wir nicht so heftig reinbremsen, beziehungsweise können etwas schneller reinfahren. Zusammenarbeit mit DB Regio Baden-Württemberg. DB Regio AG Regionalverkehr Südbaden, Schwarzwaldbahn, Freiburg. Ja, hat sich halt hier in den Westen verirrt. Kann ja mal passieren, ne? Was ist das hier eigentlich? Achso. Ich dachte schon. So, Türen, ja, können wir schon mal schließen. Immer noch pünktlich wie die Deutsche Bahn. So, Lokbremse lösen, Zugbremse lösen. Jetzt haben wir keine Zugzielanzeige mehr an den Dostos. An dem Dostos schon. An dem auch. An dem auch. Der hängt bestimmt mit irgendwelchen Mods zusammen. Da bin ich mir recht sicher. Also nicht, dass ich den Moddern da irgendwie die Schuld gebe, sondern da habe ich vermutlich irgendwelche Sachen installiert, die sich ein bisschen beißen. So, und 6,7 Kilometern halten wir in unserem Endbahnhof Duisburg. Da übernimmt dann die Kollegin und fährt bis nach Köln-Weimar. Wir fahren
bisschen zu schnell. Definitiv ein ordentliches Facelift. Und sowas gehört halt einfach zur Strecke mit dazu, ne? Dass da in den Abstellungen auch Züge drin sind. Ist ja auch mittlerweile bei den neuen Strecken von DTiKi ist das jetzt auch so. Aber Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist halt einfach eine recht alte Strecke. So, 100er Ankündigung. Also runter mit der Geschwindigkeit. Stelle. Also wenn euch die Mod interessiert, wie gesagt, ist für den PC. Link in der Videobeschreibung. Lasst die Modder dem Taskplays Grüße gehen raus. Einen netten Kommentar gerne da. Daumen hoch, was auch immer. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Veränderung der Strecke. Definitiv. Wie gesagt, das Repaint ist auch in der Videobeschreibung mit drin. Ich weiß leider nur nicht mehr von ihm. Aber auch das ist einfach extrem schön. Also wirklich einer der, würde ich sagen, einer der besten 146 Repaints, die es überhaupt gibt. Gar keine Frage. So, 1000 Hertz, 500 Hertz Magnet. Auch aktiv. Oh, eine 204, schaut euch das mal an. Seht ihr sie? Wie cool. Jawohl, Tür links auf, rechts auf. So, haben wir hier irgendwas Interessantes stehen? RB33 nach Aachen, fährt über Krefeld. Krefeld, Uerdingen und so weiter. RE11 nach Hamm, S1 nach Dortmund. RE2 nach Münster. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. RE6 nach Minden und der Intercity nach Berlin Ostbahnhof über Gelsenkirchen. Und hier der Intercity nach Emden. Gut, mit diesem Bild bedanke ich mich fürs Zusehen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.